Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Hightech for Gamers und zwar mit dem PC Gaming Wild Hunt V13 OBL für 2.399 Euro runtergesetzt von 2.555 Euro. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das ist jetzt nicht sonderlich fake. Da hat diesmal kein Regenbogen-Einhorn reingekotzt. Das ist ganz normal schwarz und weiß. Das Gehäuse, das sieht auch so aus. Klar, da sind ein paar Sachen drin verbaut, aber es kommt einigermaßen optisch hin. Da ist jetzt nichts übertrieben dargestellt, zum Beispiel leuchtender Rahmen, eine fette Wasserkühlung oder so. Das passt schon soweit, das kann man machen. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse, das ist das Shakun CA300T. Ich persönlich habe mein Hauptsystem in dem CA300H, hier ist das CA300T, das hat nur eine andere Front, der Rest ist komplett gleich. Das bringt schon 320mm Lüfter in der Front mit RGB beleuchtet und einem Heck, das heißt der Airflow ist soweit gegeben. Qualitativ finde ich das Gehäuse auch ziemlich gut, ich habe davon auch ein Review auf meinem Kanal, deswegen habe ich mein Hauptsystem auch da drin, weil es halt einfach geil ist, es ist schön groß, es ist stabil, man hat wirklich viel Platz auch für die neuesten Grafikkarten, ist eine Grafikkartenhalterung drin, deswegen kann ich jetzt gerade so viel darüber erzählen. Ich habe es, wie gesagt, selber neben mir stehen. Also das finde ich soweit schon mal okay, das kann man machen. Und das kostet 154,90 € bei notebooksbilliger.de. Der Prozessor ist ein Intel Core i7-13700F. Der hat 16 Kerne und 24 Threads, wieder unterteilt in Performance und Efficiency Kerne, hat eine TDP von 65 Watt bzw. 219 Watt. Der kann sich aber auch über 300 reinschrauben, wenn man ihn denn lässt. Und er unterstützt offiziell DDR5-5600 MTS bzw. DDR4-3200 MTS. Wenn man jetzt rein vom Zocken ausgeht, ist der schon ein bisschen zu stark. Ein 13.6er würde reichen. Ich stand auch mal vor der Entscheidung, hole ich mir den 13.7er oder 13.6er? Ich habe mich persönlich für den 13.6er entschieden. Der bringt natürlich ein bisschen mehr Leistung als der 13.6er, aber kostet dafür auch eine ganze Ecke mehr. Aber ist ein guter Prozessor. Zum Zocken geeignet, zum Stream geeignet, schon völlig okay. Ich möchte nur damit sagen, wenn ihr selber eine Daddelkiste zusammenbaut oder irgendwie was zusammenstellen lassen wollt, nehmt den 13.6er, der reicht für alle gängigen Grafikkarten. Und der kostet 381,89 € bei Mindfactory. CPU-Kühlung. Hier haben wir einen Johnsbo CR2000 GT. Der ist tatsächlich sogar RGB beleuchtet. Haben sie auf dem Bild aber nicht gezeigt. Gut, haben sie ein bisschen Understatement, wenn man so will. Das Problem mit diesem Kühler ist, der kann offiziell laut Hersteller eine TDP abtragen von 200 Watt. Der Prozessor kann sich aber laut Intel im Turbo Boost, also für 56 Sekunden, 219 Watt reinschrauben. Das heißt, der Kühler wird das nicht schaffen. Zum Daddeln reicht das natürlich völlig. Wenn ihr jetzt auch noch nebenbei streamt, ist das auch noch okay. Wollt ihr aber zum Beispiel mal ein Video rendern, ihr habt was aufgenommen, rendert dann über den Prozessor, schafft der Kühler das nicht mehr. Selbst Wasserkühlungen haben schon Probleme, einen 13.6er zu kühlen. Kann ich selber hier ein Lied von singen, habe ich so hier stehen. Deswegen, ich wäre hier lieber auf eine Wasserkühlung gegangen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, zum Daddeln reicht es. Wollt ihr den Prozessor aber mit irgendwelchen Sachen wirklich zu 100% belasten, reicht der nicht aus. Und der kostet 48,90 € bei CaseKing.de. Das Motherboard ist ein Asus Prime B660M-A Wi-Fi D4. Wir haben hier bei 2.400 Euro ein Micro-ATX-Board mit dem B660-Chipsatz und DDR4. Das mit dem Chipsatz, ja gut, der 13700F ist ja ein Non-K-Prozessor, der ist sowieso nicht übertaktbar, aber dieses Micro-ATX und DDR4 bei 2400 Euro finde ich ein bisschen frech. Das sieht auch nach nichts aus, das Board. Und ihr könnt auch hinterher nicht mehr großartig erweitern. Klar, ihr könnt vielleicht noch irgendwie eine Capture-Card anschließen, das war's dann aber auch. Ansonsten haben wir hier immerhin gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden und hier kommt die Grafikkarte rein und hier unten könnt ihr noch eine SSD verbauen, das war's. Klar, ihr habt noch diese beiden Slots, einer wird sowieso überdeckt von der Grafikkarte, gehe ich ganz stark von aus und den anderen könnt ihr dann zum Erweitern einer Capture-Card oder so nehmen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, die Antennenanschlüsse für WLAN und Bluetooth, immerhin ist das mit dabei, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, Netzwerkanschluss, PS2-Anschluss werdet ihr sowieso nicht benutzen und die Onboard-Grafik könnt ihr nicht benutzen, weil wir einen 13700F haben. Das F bedeutet, der hat keine integrierte Grafikeinheit, zieht das Bild sowieso über die Grafikkarte. Das ist jetzt kein abgrundtief schlechtes Board, sowas erwarte ich aber in Systemen, die vielleicht so um die 1000 Euro kosten und nicht 2400. Und das kostet 126,63 € bei notebooksbilliger.de. Ach, und was ich nachträglich noch sagen wollte, hier ist der B660-Chipsatz drin, das funktioniert nur, wenn ihr ein BIOS-Update macht, dass ihr einen 13000er Intel drauf laufen lassen könnt. Nicht, dass ihr das jetzt irgendwie kaufen wollt, auch einen 13000er draufschmeißen wollt und das funktioniert dann nicht. Vorher ein BIOS-Update machen. Was den Speicher angeht, haben wir Teamgroup Elite DIMM 32 GB DDR4-3200MTS liest sich erstmal okay. Wir haben aber hier CL22. Und diesen Riegel habe ich auch nur als einer Riegel gefunden. Das heißt, wir werden den hier zweimal in den Warenkorb reinpacken, 2x16, dann habt ihr die 32 GB. Aber 3200 MTS ist schon sehr langsam. Natürlich, das ist die Vorgabe von Intel. Ihr könnt ja auch mit 3600 oder so laufen lassen unter DDR4. Aber CL22 ist einfach nur eine Frechheit. Vor allen Dingen, weil CL16 RAM wahrscheinlich nur 5 Euro mehr gekostet hätte. Weil die RAM-Speicherpreise sind sowieso im Keller. Und das merkt ihr. Vor allen Dingen bei dem 1% Low FPS. Also wenn ihr jetzt einen FPS-Test macht, ihr werdet sehr, sehr viele FPS-Einbrüche haben. Gerade bei Spielen wie zum Beispiel PUBG,
PUBG ist sehr RAM-lastig, deswegen, also, nee, da hätte man was anderes nehmen müssen. Ansonsten sind 32 GB natürlich okay. Man hätte einfach anderen nehmen sollen. Und der kostet 29,12 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine KFA2 GeForce RTX 4070 Ti X-Gamer. Immerhin wissen wir hier, was wir bekommen. Ihr könnt euch also designtechnisch darauf einstellen, was für eine Grafikkarte da drin ist. Natürlich die auf dem Vorschaubild eben von dem Komplettcomputer war nicht die gleiche, aber hier wisst ihr zumindest, was ihr bekommt. Die 4070 Ti ist natürlich eine gute Grafikkarte, vor allen Dingen Full HD, ganz locker. WQHD ist es eine Top-Karte. 4K geht auch noch, da kommt ihr aber irgendwann an die Grenzen, was den Speicher angeht, weil wir hier nur 12 GB haben. Ihr müsstet dann halt bei AAA-Titeln oder so ein bisschen die Grafik reduzieren, aber ansonsten ist das eine Top-Karte. Und die kostet 819 € bei notebooksbilliger.de. Das Netzteil ist ein FSP Hydro K Pro 750 Watt ATX 2.52. Das hat eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ist 80+ Bronze zertifiziert und festes Kabelmanagement. Also erstmal 750 Watt reicht für das System aus. Wir haben hier ATX 2.52. Das bedeutet für euch einfach nur, die gehen wieder mit dem Adapterkabel an die Grafikkarte ran. Das funktioniert zwar, sieht aber blöd aus. Bei einem Preispunkt von 2.400 € ein Bronzenetzteil mit festem Kabelmanagement zu nehmen, ist aber auch so ein bisschen meh. Hätten sie jetzt hier einen 50er mehr in die Hand genommen, hätten sie ein vollmodulares Netzteil gehabt mit Goldzertifizierung und 10 Jahren Garantie, Be Quiet, 12M und so, ne? Ihr kennt das ja, das haben wir schon oft genug gezeigt. Aber nein, hier haben sie auch gespart. Jetzt denkt ihr natürlich, ja gut, das Netzteil kostet 60, wenn sie 50 € drauflegen, klar, dass man dann was Besseres kriegt. Ihr seht gleich den Aufpreis. Die Luft wäre definitiv da gewesen. Und das kostet 60,46 € bei BEA Computer in Österreich, beziehungsweise 62,53 € bei Mindfactory in Deutschland. Als SSD haben wir hier eine Samsung SSD PM9A1 1 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5100 MB die Sekunde mit TLC-Speicher von Samsung. Das Ding habe ich selber bei mir im System, ist sauschnell, die SSD ist sozusagen die 980 Pro als OEM-Variante, wenn man so möchte. Das Ding ist einfach 1 TB bei 2.400 € bei den aktuellen Preisen. Es wären 2 TB drin gewesen, sagen wir es so, wie es ist. Aber da müsst ihr selber mit klarkommen, wenn ihr euch sagt, 1 TB reicht mir, weil ich eh nur 2-3 Spiele habe. Okay, ist euer Ding, ich hätte mehr erwartet. Und die kostet 64,50 € bei reichel.de. Was die Software angeht, haben wir Microsoft Windows 10 Professional 64-Bit. Das ist schon vorinstalliert. Windows 10, ja, ist jetzt nicht so geil, weil wir hier einen Prozessor haben mit Performance und Efficiency Cores. Wobei ich glaube, Windows 10 wurde da auch schon hingehend nachgebessert. Aber man kann halt auch upgraden auf Windows 11 kostenfrei. Das ist dann soweit schon in Ordnung. Und das kostet 19,11 € bei IT Hardpulse. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.733,83 €. Das System soll kosten 2.399 € runtergesetzt, wie immer bei Hightech, von 2.555 €. Wir haben hier einen Aufpreis von über 650 €. Die meisten Zuschauer meines Kanals wird es wahrscheinlich nicht überraschen. Aber ich finde es einfach frech, wenn die Konfiguration zumindest gut gewesen wäre, dann hätte man auch nicht drüber reden können. Sagen wir es so, wie es ist. Wir haben hier Arbeitsspeicher mit CL22. Wir haben nur eine 1 TB SSD. Das Mainboard, das kann man in ein 1000 € System reinschmeißen oder sogar noch billigere Systeme, aber nicht in ein 2400 € System. Und ihr seht auch an dem Aufpreis von 650 €, da ist ja noch niemals irgendwie ein Content Creator hinter, der kriegt ja nichts davon ab. Das ist einfach nur, was in Hightechs Tasche reingeht. Also das macht mich immer wieder sprachlos. Wir haben auch schon ganz oft bei mir im Livestream darüber gesprochen, was Hightech so macht. Es gibt auch noch andere Systemintegratoren, die einfach übertreiben. Aber Hightech ist schon so ein, ja, Sonderbeispiel. Es gibt ja unter anderem auch den Anbieter Joule Performance, die sind ja genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer, was die Aufpreise angeht, aber da stimmt die Config immerhin einigermaßen. Und auch MIFCOM ist meistens zu teuer, aber nicht so teuer wie Hightech. Und bei MIFCOM stimmen die Konfigurationen meistens, das muss man auch noch dazu sagen. Aber das hier ist einfach wieder komplett daneben gegrätscht, die haben so ein schönes großes Gehäuse, ich feiere das einfach, weil ich selber hab, wisst ihr. Und dann so ein kleines Board da reinschmeißen. Es ist eine Katastrophe. Also auch hier rate ich euch natürlich davon ab, den zu kaufen. Ihr könnt das eigentlich auf fast alle Systeme von Hightech beziehen. Ich hatte noch kein System, wo ich so wirklich sagen müsste, ach ja, das lohnt sich. Meistens war da eine Gerätsche drin in der Config oder eben im Preis. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.